Ich lerne zu atmen, sprechen und laufen und werde geliebt. Ich lerne Regeln, lesen und schreiben und werde geformt. Ich lerne zu zweifeln, lügen und streiten und werde mir fremd. Ich lerne zu lauschen, verstehen, vertrauen, lerne zu lieben und bin endlich zu Hause. Der Klang des Lebens schallt durch die Münchner Olympiahalle. Ein einmaliges Ereignis, erlebbar nur an diesem einen Abend. Der Klang des Lebens, ein Gesamtkunstwerk. Ein Kunstwerk aus Musik und Bildern. Geplant, initiiert und fast 6 Jahre lang vorbereitet von einer einzigen Künstlerin, von Barbara Klier. Es bricht sie der Zaun. Beim Endspurt packen mehr als 100 Hände an. Beleuchtung und Beschallung werden unter das Hallendach gezogen. Gesamtgewicht fast 4 Tonnen. Wahnsinn. Richtig riesig. Riesige Beamer werden für die einzigartigen Projektionen installiert. Es ist besonders von der Größenordnung her mit einem Künstler. Mit einem besonderen Künstler. Das ist so ein bisschen besonders. Normalerweise magst du so einen Aufwand, wenn irgendwie Superstars spielen. Ja? Und das ist natürlich für die Sache schon sehr einzigartig. In der kleinen Olympiahalle wird zur gleichen Zeit die Ausstellung vorbereitet. Die Originalwerke von Barbara Klier in Szene gesetzt. Und mittendrin Barbara selbst. Packt mit an, hängt die Bilder auf. Letzter Soundcheck am Nachmittag. Alles ist bereit für den Klang des Lebens. Die jahrelange und akribische Vorbereitung, sie wird belohnt. Das große Konzert am Abend, ein voller Erfolg. Obwohl von den Medien im Vorfeld konsequent ignoriert. Auch die Ausstellung in der kleinen Olympiahalle ist 2 Tage lang gut besucht und zeigt, Barbara Klier ist eine Künstlerin mit vielen Talenten.